ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Also man muss sich schon wundern, also Respekt, Respekt, was die Chinesen oder die ganzen Firmen, wie sie alle heißen, und Lucid und was da jetzt noch kommt, wenn das alles so in dem Stil ist, da... Ich finde auch. Ich glaube, es ist für Mitteleuropa ganz gut, dass da deutsche Ingenieurskunst im Hintergrund mitarbeitet. Definitiv. Eigentlich wäre es für April geplant gewesen, aber dank Corona hat sich das alles natürlich komplett nach hinten verschoben. Ja, schade. Ja. Sonst habe ich dieses Auto wahrscheinlich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Okay. Wie war denn Ihre Probefahrt? Wie lief's? Angenehm, angenehm. Also sehr bullig, das Fahrzeug. Ich bin ja ein Tesla zurzeit gewohnt, ein Model 3. Aber der hat schon ordentlich mehr Raum, mehr Space. Also das Fahrgefühl ist wie bei fast jedem elektrischen Auto. Es macht einfach Spaß, die Beschleunigung. Wir haben jetzt 80 km/h, ein bisschen schneller, mal getestet. Bin zufrieden, schönes Auto, ja. Wenn das Made in China ist, dann kann sich BMW und Daimler warm anziehen. Ja. Schön war es, die Probefahrt. Also zum ersten aufgefallen ist, ich fand es sehr ruhig. Ich fahre einen Kona Elektro, der ist da im Vergleich wesentlich lauter. Und der ist sehr ruhig, sehr angenehm, gut zu fahren. Zufrieden, schön. Was schön ist, dass er ganz ruhig läuft. Er rollt. Er hat auch genügend Kraft, dass ich wegkomme von der Ampel. Das hat mir Spaß gemacht, ja. Also ich bin positiv überrascht. Schön zum Fahren, auf jeden Fall ruhig, angenehm. Bremsverhalten sehr gut, Kurvenverhalten sehr gut. Also ich kann es weiterempfehlen, den Wagen, auf jeden Fall. Ich bin so begeistert, ich könnte jetzt nach Hause mit ihm fahren. Durchaus kann ich mir das vorstellen, die Vermietung und die Vermarktung mit aufzunehmen. Ja, ja, weil ich geplagter Dieselfahrer bin und ich weiß nicht, wie es auch mit dem Benziner weitergeht. Also irgendwas anderes muss man machen. Und das Wasserstoff ist noch nicht so weit, also als Übergang zum Wasserstoffauto und Elektro, ja. Dass man höher einsteigen kann, SUV-Form, das ist halt das Angenehmere. Das Tesla ist mal irgendwie zu sportlich, zu flach. Man hat auch mehr Rund um sich. Also dieses Auto ist Wahnsinn. Es ist viel Platz. Ich bin 1,90 Meter groß. Vorne auch mit den Beinen und fährt sich gut. Die Lenkrad ist sehr direkt, also merkt man, dass es eine gute Qualität ist und macht Spaß. Die Firma ist für mich neu, wobei das ist für mich, jetzt haben wir gerade bei der Probefahrt drüber geredet, über ein Leasing. Wenn ich ein Leasing mache, bin ich ja emotionsfrei und 2 oder 3 Jahre fahre. Und die Firma passt. Es muss nur noch alles andere passen, dann wäre es soweit. Das kommt immer auf diese Reichweite. Mir ist ja bekannt, dass die Reichweite jetzt ca. 400 Kilometer beträgt. Ja, wahrscheinlich schon. Toll, ich war vorgestern, habe ich es im Internet gesehen und gehört und war positiv überrascht. Ja. Und dann habe ich gleich mal eine E-Mail geschrieben und dann hat es schnell geklappt. Ja. Toll. Ich finde es ganz gut. Also gerade heutzutage, wo das Thema Umwelt, Klima und Umweltschutz, finde ich ganz gut. Also passend zumindest. Ne? Also bin ich überrascht auch, dass man hier schon allein der Event in dem Studio hier, finde ich toll. Der Empfang wie vorne. Gut, vielleicht hatten wir es uns angesehen, dass wir sofort Probefahrt machen wollen. Ne? Aber mit der Anmeldung, dass es klappt hat. Also nein, das gefällt mir, wenn man mal als Kunde behandelt wird. Das finde ich toll. Ja.